Jo, und herzlich willkommen zurück. Endlich wieder zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 7. Und ich muss mich in aller Form bei euch entschuldigen, dass jetzt die Unterbrechung länger war als gedacht. Weil eigentlich war der Plan, wieder wie beim letzten Mal, wenn ihr euch daran erinnert, bei Resident Evil Revelations 2, es so zu machen: Castle Clash DLC sind maximal 6 Folgen. Resident Evil. Castle Clash, sag ich schon. Kingdom Rush. Resident Evil, Kingdom Rush, Resident Evil, Kingdom Rush. Kingdom Rush fertig. Zack, und nur noch Resident Evil. Aber ich hatte jetzt Kingdom Rush aufgenommen und hatte dann aber am Wochenende echt einfach keine Zeit gefunden für Resident Evil. Und deswegen habe ich jetzt halt einfach alle Kingdom Rush Folgen hochgeladen, weil sonst wäre halt gar nichts gekommen. Ist ja dann auch blöd, wenn man die Zeit quasi verschwendet. Die Upload-Zeit, sage ich mal, weil wenn ich zu viele Videos an einem Tag hochlade, ich meine, dann schaut sich wirklich keiner mehr irgendwas an. Und gut, darum geht es ja nicht primär, aber ich meine, ja, ich weiß es ja selber. Ich meine, wenn ich gerne was angucke und jemand macht 20 Folgen an einem Tag und ich habe keinerlei Zeit, es zu gucken, dann ist einfach RIP. Genau, und so, genau, das wollte ich eigentlich alles sagen. Ich wollte es nur am Anfang sagen, dass ich mich nicht vom Spiel da ablenken lassen kann. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Doch, das Rodeo gegen diesen Fettsack gewonnen. Ich bin aber immer noch hier. Genau. Alles klar. Der Typ steht irgendwie auf verbrannte Leichen, habe ich das Gefühl. Ist kind of disgusting, aber naja. Why not? Oh, geil. Flüssige Chemikalie. Ah ja, stimmt. Stimmt, wir haben ja noch die beiden Starken. Okay. Ja, wir sind nicht schlecht ausgestattet, würde ich sagen. Und das sieht schon mal nicht gut aus. 1408, du bist als Nächster dran. Damn. Das gefällt mir nicht. Die Message gefällt mir nicht. Oh, lol. Die hatte ich nicht mal gesehen. What the fuck? Es hat lustigerweise das F von der antiken Münze angezeigt zum Aufheben, statt das F zum Drücken des Knopfes. Oh. Ah. Ah ja. Scheiße. Ich weiß nur noch 0621, 0154 und 01854. Nein, das kann nicht sein, das sind nur vierstellige. 0154, 0184 und 0621, glaube ich. Ah, wir haben zwei, glaube ich, eingegeben. Die waren beide falsch. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob 0184, Alter. Gut, das ist jetzt dezent scheiße tatsächlich. Ups. Das ist jetzt echt ein bisschen kacke. Kann man nicht irgendwie Statistik? Na. Gab es nicht irgendwie so. Ach doch, es gibt doch so ein Dokumente-Ding hier, oder? Gab es nicht irgendwie so ein Dokumente-Ding? Ah, lol, ich dachte mir schon, woher kommen die ganzen Items da? Aber, never mind. Dokumente irgendwie. Ich dachte mal irgendwie, dass es da was gab, aber ich. Na. Na egal, probieren wir jetzt einfach mal 0621. Oder ist es jetzt dumm? Ich meine, ich kann ja theoretisch neu starten. Was habe ich gesagt? 0154. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Dass hier dieses scheiß Rätselleiter geht mir so auf den Sack. Also, das ist das aus der Rückblende. 0184. Wenn nicht, muss ich nachgucken, weil. Scheiße. Das ist aber echt blöd, habe ich gar nicht gedacht. Oder muss jetzt kurz cutten und dann sehen wir uns gleich wieder. Wow. Ich habe mal wieder meine Intelligenz unter Beweis gestellt.
gestellt. Den Code habe ich sogar gerade eben erfahren. Das war dieser Scheiß 1408. Oh boys. Oh Mann. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, ey. RIP. Oh, Alter, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ist ernsthaft? Oh Mann, Alter, ich hasse den Typen. Ach, kann ich nicht einfach alles irgendwie rüber tun? Wahrscheinlich nicht. Gott, das wird so AIDS, alles wieder mitzunehmen, ey. Probier mal. Was könnte uns was bringen? Ja. Ich probiere mal das grüne Kraut zu behalten, okay? Würde nicht funktionieren. Ja, gut, man kriegt ja eigentlich keinen Damage da drin. Zumindest war es vorher nicht so. Aber gut, das sagt eigentlich schon aus, dass es wieder nur ein Rätsel sein wird. Und eigentlich kein Kampf. Eine Taschenlampe wäre ganz geil. Das ist auch so unlogisch. Wenn der die Kerze in der Hand hält, ist quasi alles dunkel. Und wenn ich sie in der Hand habe, ist alles hell. Wait a second. Ah, stimmt, genau so hat es funktioniert, lol. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir Ach, ist es jetzt. Kinder im Gebäude, irgendwo, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist das jetzt legit genau das gleiche? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das wäre irgendwie schon langweilig. Uff, wissen wir noch den Code? Scheiße. Ah, fuck, wie war nochmal der Code? Ah, das war glaube ich am Ende, genau. Ich glaube so, oder? Nee, scheiße, wie war nochmal der Code? Das Ding war auf jeden Fall drin, der hängende Mann auch. Oder nein, ich glaube, das Baby war am Schluss. So? Ah, fuck it, Alter. Mist, das ist halt das Problem, was so lange nicht gezockt hat. Das ist. Ach, ich hasse das so sehr. Na gut, jetzt ist wenigstens schon mal hell. Lol. War das beim letzten Mal auch? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Gut. Also, was wir auf jeden Fall machen können, ist das da. Ah nein, Moment, da brauchen wir den Ballon. Genau, da brauchen wir den Ballon. Stimmt, dafür habe ich beim letzten Mal ja auch, glaube ich, relativ lange gebraucht. Genau, zack, 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 zack. Der war hier. Genau. Also ich weiß es nicht, ich mache es jetzt nicht genau in der gleichen Reihenfolge wie letztes Mal. Wobei, das hier könnten wir eigentlich auch öffnen, ne? Ja, wobei, vielleicht ist es nicht das gleiche Passwort. Aber wahrscheinlich schon. Dann kann man sich eigentlich die Hälfte sparen. Oder was war da nochmal drin? Das Rad, ne? Das ist eigentlich ganz lustig. Du kannst das entweder zweimal spielen oder du spielst es einmal und beim zweiten Mal rushst du dann einfach nur noch durch. Oder so ähnlich. Wie ging das nochmal? Durch das Fernrohr, ne? Genau. Was haben wir hier nochmal bekommen? Nagel in die Hand? Hat er den Nagel wieder hingebracht nach dem letzten Mal? Oh mein Gott. Ah ja, genau, die Schreibfeder. Glückwunsch, Ethan. Ah, Federhalter. Naja, Schreibfeder, Federhalter. Everything, same shit.
Genau, hier könnte man noch irgendwas machen. Na. Aber hier könnte man noch irgendwas machen. Hier war, was war hier nochmal drin? Ah, genau, hier war das Fernrohr drin. Das ist so disgusting, Alter. Ich hätte da vorher nochmal richtig schön reingeschissen, Alter. Aber das ist dem nicht so langweilig, mit immer das gleiche Rätsel zu machen. Good fucking question, boys. Achso, wartet mal. Nein, fuck. So. Genau, dann kann ich jetzt die Reihenfolge wieder rausfinden. Zack. Scheiße! Ich hatte es fast noch richtig. Ja, die beiden in der Mitte, die habe ich vertauscht. Ja. Wow, ich hätte es beinahe noch richtig gekonnt. Ja, schaut sich an, genau die beiden habe ich miteinander vertauscht. Wo ist er denn, der Hangman? Na, verdammt nah dran, ey. Das, obwohl es so lang her ist. Zack. Oh nein. Moment mal. Müssen wir eigentlich. Na, was hat man für die Puppe nochmal bekommen? Mal kurz schauen. Eigentlich brauchen wir den Typen dann gar nicht. Der ist ja komplett useless, wenn du alles weißt. Genau, das brauchst du eigentlich ja das gar nicht. Weil wir haben jetzt das Ventil. Das heißt, wir können das abdrehen. Und dann die Kerze anzünden. Genau. Also braucht man den Puppen her. Rein theoretisch kann man das Rätsel schaffen ohne Puppenheini. Das wäre, glaube ich, ziemlich legit, wenn man das beim allerersten Mal ohne Vorkenntnisse einfach so weiß. Also einfach richtig mach instinktiv. Das wäre echt heftig eigentlich. So. Die Frage ist halt, was passiert jetzt? Also wir verbrennen. Aber was können wir dagegen unternehmen? Ja, das werde ich wohl gleich herausfinden. Ist auch ein bisschen unlogisch, dass das jetzt einfach so explodiert und in Flammen aufgeht. Aber wahrscheinlich macht er das mit Absicht. Also, klar macht das mit Absicht, aber ich meine. Jetzt brennt alles, genau. Und jetzt brennen wir eh schon. Ist ja die Frage, was kann man dagegen machen? Ich weiß jetzt, dass da eine Luke ist, genau. Aber die bringt uns ja gar nichts. Jetzt wirklich nur das da machen. Ah, fuck, nein, Moment, stimmt, das ist in der Rückblende auch passiert. Na, scheiß die Wand dann, bitte nicht. Oder es gehört zum Spiel. Weil, was willst du da. Oder nee? Na, wir sind tot. Okay. Da muss man jetzt alles nochmal machen, ich glaube schon, ne? Na gut, es dauert ja nicht so lang. Na gut, das heißt, ich muss mir jetzt was überlegen. Das heißt, ich muss mir jetzt was überlegen. Wie man das Ganze macht. Ah, jetzt weiß ich wie. Ja, natürlich. Das habe ich gemacht. Du musst ja den Ding, du musst den ja gar nicht rausziehen, du brauchst ja die Puppe Leck nicht. mich am Arsch. Ah, es, ja, das habe ich gleich als erstes gemacht, das war mein Fehler. Weil ich ja erst am Ende gemerkt habe, dass man die Puppe gar nicht braucht. Ja, klar. Weil wenn da kein Benzin, Benzin ist es ja anscheinend kein Öl. Weil es ja pretty much the same thing ist. Also ich weiß, es ist nicht das gleiche, aber ich meine, vom Prinzip her halt, also ich meine, verbrennst bei beiden. Auf jeden Fall. Ach Mist, jetzt ist wieder falsch rum. Lol. Gleicher Fehler zweimal hintereinander. Das ist auch sinnlos, das brauchst du überhaupt nicht. Was mache ich eigentlich? Na, wir brauchen wirklich nur das Ventil. Ja. Oh, Mist. Ja. Aber ja, stimmt, das ist schon alles. Das ist gar nicht. Aber das, ihr habt recht gehabt, dass manchmal so die einfachsten Sachen, also eigentlich ist es wirklich so einfach aufgebaut, aber man denkt viel zu kompliziert. Man denkt sich so, oh, voll das fette Rätsel, was muss ich jetzt machen? Oh, das muss doch bestimmt voll schwer sein. Und dann ist es eigentlich so einfach, einfach nur den Stift da nicht rausziehen. Aber jo. Das heißt tatsächlich, wenn man die VHS nicht gespielt hat, also die Kassette, heißt es ja eigentlich.
Ach, der ist gar nicht versteckt, lol. Oh, ich dachte, dass man den damals... dass man den damals rausbekommen hat aus so einem Ballon, lol. Der liegt da einfach schon so. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Loser. Na, wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich bin so ein richtig dreckiges Arschloch. Weil ich jetzt verkackt habe, müsst ihr leiden. Ich werde die Folge beenden, bevor wir das Ganze auflösen. Soll ich vielleicht nicht zu früh ankündigen, sonst schaltet ihr jetzt schon und es wäre alle weg. Aber genau, jetzt jagen wir uns nochmal einen Nagel in die Phrasen. Und dann haben wir schon alle Komponenten, weil es reicht ja tatsächlich. Na gut, das Fernrohr brauchen wir noch, aber sonst... Ja, wobei, nee. Nee, das Fernrohr brauchen wir nicht, nein. Ja eben, man braucht ja die Hälfte der Items nicht. Du brauchst den Aufziehschlüssel nicht, du brauchst die Puppe nicht, du brauchst das Fernrohr nicht. Die Schreibfeder brauchst du... Die brauchst du ja auch nicht. Nevermind, wenn man das Ventil hat... Ja, nevermind, das war jetzt auch sinnlos. Na, du brauchst legit gar nichts. Na, du brauchst legit nur die Kerze und das Ventil. Wow. Damn. Naja, dafür muss ich es jetzt aber dreimal spielen, um das zu erkennen. Naja, also gut, den Ofen noch, aber sonst Herd, nicht Ofen. Aber ja, meine Lieben, das heißt, an dieser Stelle würde ich dann einfach sagen, macht's kurz rein, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.